Hallo, Beat hier von Schmutzki. Und ihr schaut den lustigen Witz-Adventskalender. Also, dann erzähl ich doch mal einen Witz. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Drei Typen treffen sich und gehen zusammen in den Wald. Nein! Und treffen eine Fee. Und die gute Fee sagt, jeder von euch hat einen Wunsch frei. Sagt der Erste, ich hätte gern so ein geiles Motorrad. Zack, hat er ein geiles Motorrad. Der Zweite sagt, ich hätte gern so eine schöne Wohnung irgendwie, so eine richtig schöne Wohnung. Ja, geil. Zack, hat er eine schöne Wohnung. Der Dritte sagt, ich fände es gut, wenn meine Schulter so machen würde. Zack, macht seine Schulter so. Treffen die 30 nach einem Jahr wieder, laufen wieder durch den Wald und treffen wieder die Fee und sie sagt wieder, jeder von euch hat wieder einen Wunsch frei. Sagt der mit dem Motorrad, Motorrad schon geil, aber so eine geile Karre, das wär's. Eine geile Karre, das wär's. Zack, hat er eine geile Karre. Der mit der geilen Wohnung sagt, so ein Häuschen. So ein kleines Häuschen, das wäre schon schön. Zack, hat er ein kleines Häuschen. Und der sagt so, vielleicht wenn jetzt der Arm auch noch so machen würde, das wär's klar. Zack, macht seinen Arm auch so. Nächstes Jahr treffen sich wieder. Die drei gehen wieder durch den Wald, treffen natürlich wieder die Fee. Der mit der fetten Karre sagt, jetzt zu meiner fetten Karre. Ich hätte gerne aber noch drei weitere fette Karren. Das wäre schon der Hammer. Zack, hat er die Karren. Der mit dem Häuschen sagt sich, so ein kleines Schloss. Kleines Schloss wäre geil. Zack, hat er ein Schloss. Und der sagt so, vielleicht wenn jetzt mein Kopf auch noch so machen würde, das wäre der Hammer. So, zack, macht er so. Die Jahre vergehen und irgendwann treffen die drei Typen sich wieder. Weißt du, der mit den Autos sagt, seit ich diese Autos habe, das ist so geil. Der mit dem Schloss sagt, Alter, seit ich ein Schloss habe, bin der König. Das ist einfach der Wahnsinn. So, ist einfach, ich könnte nichts Besseres mir wünschen. So. Und er sagt so, ich glaube, ich habe mir einen ziemlichen Shit gewünscht. Ich glaube, ich habe mir nur Scheiße gewünscht. Damit wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und es grüßt der Beat von Schmutzki. Tschüss! Oh Mann, das war jetzt natürlich total der Fail, dass Beat jetzt denselben Witz erzählt hat, den ich schon in der ersten Folge erzählt habe. Das war jetzt nicht abgesprochen, einige YouTuber haben ein Drehbuch bekommen. Die Jungs von Schmutzki jetzt eben nicht, die wollen selber einen erzählen, das war jetzt alles ein dummer Zufall. Aber damit ihr jetzt nicht ganz mit demselben Witz nach Hause gehen müsst und einfach nichts Neues habt und einfach einen Daumen runter gebt, habe ich jetzt nochmal den Max dabei, der ist zufällig gerade hier. Und Max möchte euch auch noch einen Witz erzählen. Das trifft sich hervorragend, denn ich kenne einen ganz fantastischen Witz. Okay, pass auf. Die sieben Zwerge kommen zum Papst und bitten eine Audienz und stellen sich auf. Und Chef, der Anführer des Zwerge, geht nach vorne und sagt, Heiligkeit, ich habe eine ganz bescheidene Frage an Sie. Gibt es Zwergnonnen in Rom? Und der Papst, ich muss selber lachen, der Papst, der guckt und sagt so, mein Sohn, ich muss dich leider enttäuschen, es gibt keine Zwergnonnen in Rom. Und die Zwerge hinten, die fangen so ein bisschen an zu kichern schon und der Chef kommt nach vorne und sagt, wenn mir noch eine weitere Frage gestattet ist, gibt es Zwergnonnen irgendwo in Europa? Und der Papst sagt, es tut mir leid, es gibt in ganz Europa keine Zwergnonnen. Und die Zwerge hin so lachen sich schon einen tot. Und ich sage, okay, eine letzte Frage. Gibt es irgendwo auf der Welt Zwergnonnen? Und der Papst sagt, es tut mir leid, mein Sohn, es gibt keine Zwergnonnen. Und die Zwerge können nicht mehr, werfen sich auf den Boden. Chef hat einen Pinguin gefickt. So, ich hoffe, das hat euch jetzt trotzdem noch irgendwie gefallen. Tut mir leid für den Fail. Daumen hoch für Max, Daumen hoch für Beat und ein Kommentar für meine Dummheit. Ich hasse ihn. Warum? Nein, das war nur...